Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Vorschau Nummer 4 von Outpath First Journey. Ja, gehen wir mal rein wieder ins Spiel und schauen, ob wir da eine Hütte bauen können. Das war nämlich unser Ziel sozusagen. Ich sag mal, nach dem Intro gucken wir da weiter. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, was wir noch so machen können. Hier hatten wir ja letztes Mal reingeguckt. Copper Sword, Waffen können wir da machen. Pickaxe, das wird dann wahrscheinlich auch alles schneller gehen sozusagen. Copper Ingot, das müssten wir dann am Ofen erstmal haben. Geht da was? Ja, da geht was. Kann man noch zwei machen? Nein, kann man nicht machen. Also machen wir nur einen. Aber ich weiß gar nicht, ob einer reichte, ne? Das ist die Frage. Ein Recycler gibt es hier, ein Spreader, Cooking Pot, Jump Pad. Ja, hier sind noch einige Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Ein Breaker, Mill. Ja, und dann gibt es auch sowas wie ein Tab zum Beispiel, ne? Aber hier ist jetzt Weapons, Artifacts, Recipes. Ist das denn alles schon durch? Ja, haben wir schon alles. Warte, der Ingot ist bestimmt fertig. Ja, ist er. Und jetzt waren wir hier und wollten da was bauen. Copper Pickaxe, da ist das. Ne, da brauchen wir drei von. Wow. Okay, dann fehlen uns wahrscheinlich die Rohstoffe da, oder? Copper Ore. Zwei, vier. Vier Copper Ores brauchen wir dann noch. Hier gibt es Dingens. Sag schon. Kohle. Hier gibt es auch noch Gemüse. Hier ist nichts. Hier gucken wir mal wieder rein gerade. Collect. Trash und Fisch. Das war nichts Besonderes, ne? Flint, okay. Das haben wir abgebaut. Da sind wir zu nah dran, ne? Das können wir nicht abbauen dann. Okay, haben wir. Da unten ist Ohr. Copper Deposit. Drei haben wir da. Wie viel braucht man? Ich glaube, wir brauchten etwas mehr wie drei, ne? Das war nix. Und hier ist nochmal was. Okay. Dann nehmen wir die Kohle auch noch mit, wenn wir hier oben schon sind. Und die Steine nehmen wir auch mit. Fallschaden gibt es nicht. Aber hier gibt es nochmal Kupfer. Habe ich doch gerade erst abgebaut. Dann ist schon wieder Kohle da. Krass, oder? So, alles weg. Wir sitzen hier, wir gehen hier hin und machen Copper Ore 2. So, dann werden die gecraftet. Bäume im Weg. Dann ist auch noch einer, obwohl der nicht im Weg ist, aber will ich da nicht haben. 2, einmal weg damit. Hier ist auch noch was zum Wegkloppen und da ist auch noch was zum Wegkloppen. Okay. Da läuft noch einer. Habe ich den anderen schon aufgesammelt? Ich will es hoffen. Da haben wir jetzt drei von. Gehen auf den Anvil und kriegen die Copper-Axt. Craft. 59 Sekunden, also eine Minute dauerte das. Was gab es hier noch? Attraction Cape. Increased Pickup Range, also Reichweite zum Arbeitshandschuh. Okay, dann ist der Click-Mode da weg. Da gibt es was mehr für. Fishing Rod ist klar. Spinning Wheel hatten wir dann. Ist jetzt nicht so das, was ich brauche. Die läuft noch. Ja, hier sollte man noch überlegen. Mill. F-
Pflanzen werden da gemacht. Gives another life to useless items. Okay. Generates plants over time in nearby blocks. Cooking pot. Allows you to cook better foods. Jump pad. Quit fun to use. Okay. Breaks nearby resources. 4 Meter. Okay. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Das haben wir aufgenommen schon. Jetzt haben wir beim Tab dann ausrüstbare Sachen. Unequipped. Equipped. Sag jetzt nicht, wir hatten das schon. Ich dachte, wir hätten irgendwie keine Copper Pickaxe. Okay, dann ist das halt so gelaufen. Okay, was? Ja. 2100, das haben wir sowieso nicht. 1500 haben wir auch nicht, ist ja klar. Vielleicht muss man hier oben erst anfangen. Allows you to. Hatten wir das nicht schon gemacht? Nee, ne? Nee, das ist ein anderer Tisch, wie der, den wir da gerade hatten. Das im Wing Table. Ja, komm los, zack, 500 Punkte da rein. Und auf geht's. Dann wollen wir gerade die Bäume wieder wegmachen. Dann geht's erstmal, ne? Hatten wir hier noch was? Glasorb. Generates. Okay, das sollten wir auf jeden Fall machen. Glasbomber und Aqua Butterfly. Keine Ahnung, wo wir einen Aqua Butterfly herkriegen, ne? Ich sehe überhaupt gar keinen. Ah ja, da hinten haben wir ja auch noch ein Biom, ne? Ich sehe leider kein Butterfly. Nirgendwo ist ein Butterfly. Sehe ich von hier oben Butterfly? Nicht wirklich, oder? Die hat einer geklaut, die Butterflies. Da irgendwas? Ist das ein Fisch? Naja, keine Ahnung. Aber da Biom wechseln können wir ja hier, ne? Gucken wir mal, ob wir hier Butterflies finden. Nicht wirklich, ne? Hier kommen wir wieder zurück. Da hinten was anderes. Ist das zum Beispiel Gold? Das sieht danach aus. Es ist Gold. Ah, falsches Werkzeug. Aber das braucht schon richtig was. Nutze ich? Was ist da auf 2? Oh, meine Pickaxe ist ganz woanders. Ist auf 6 jetzt. Okay. War die eben nicht noch auf 2? Ja, vielleicht schon nicht verändert, ne? Goldohr. Okay, wir haben hier was eingesammelt, was es woanders wahrscheinlich nicht gibt. Was ist das? Eisen, okay. Hier gibt es nochmal Gold. Ah, Gold braucht schon ganz schön lange abzubauen, ne? Kohle. Und dann Expand Biom. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte wieder zurück. Zack, dann sind wir wieder zurück. Wo sind wir denn dann? Ah, zwischen irgendwelchen Bäumen, ne? Da unten sind wir zu Hause. Sieht einer einen Schmetterling? Nicht wirklich, ne? Da hinten war eben auch keiner. Fish, Wood und Seaweed. Glasorb wollten wir immer noch machen. Glas und Aqua Butterfly. Flowers haben wir ja genug. Ich glaube, Glas kriegen wir hier, oder?
Hätte ich vielleicht erst drücken müssen, aber ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn davon. 3 Glas, okay. Kann ich das noch nachträglich machen? Max kann man dann machen, okay. Jetzt macht er aber 2, dann habe ich gleich 3. Sehr gut. Okay, wie geht's weiter? Gute Frage, ne? Ich sehe immer noch keinen Schmetterling, leider. Die Population von Schmetterlingen ist ausgestorben. Hier ist auch kein Schmetterling. Da unten sehe ich nirgendwo einen. Pah. Feather and Meat, okay. Vielleicht kriege ich bei der Kuh was anderes. Okay, Haut. Oder Hide, ist das Hide? Also Leder, Fell? Kann auch Fell sein, weiß ich nicht. Ich habe auch gerade gar keinen Bock, die Waffe zu wechseln, beziehungsweise das Werkzeug. So, das war unser Glas und das konnten wir da bearbeiten. Glas haben wir jetzt genug, Flowers haben wir genug, Aqua Butterfly fehlt uns noch. Tja, schade, ne? Ich sehe ihn leider immer noch nicht. Expand Biom würde 800 kosten, aber nee, ich würde jetzt lieber noch was in die Forschung stecken wollen. Breaker kostet 1500, können wir noch nicht. Mill würde 650 kaufen. Dann lass mal die Mühle machen, mal gucken, was dabei rumkommt. Fishing Rod Bag, Working Gloves, Leather. Kann das sein, wenn ich den in der Hand habe, dass dann die Schmetterlinge erscheinen erst? Nein, ne. Schön wäre es gewesen, ne? Hier gibt es keine Schmetterlinge. Das braucht noch was. Hühner verstecken sich dahinter. Da hinten gibt es noch eine Schildkröte, da ist noch eine Kuh. Ja. Hier oben gibt es auch nichts. Schade, ne? Tja. Ich sehe keinen Schmetterling. Ist er schon fertig? Ne. Die Müll braucht länger. Cooked Meat. 2 extra Click Manage. Critical. Und das Brot Consumable und 0,50% Critical Changes. Change. 180 Sekunden, also 3 Minuten. Mehl haben wir hier noch gar nicht, ne? Können wir denn hier überhaupt noch was machen an dem Tisch? Habe ich überhaupt nie geguckt. Mashed Berries. Extra dick. Naja. Hier haben wir wieder einen schicken Baum. Kein Schmetterling in Sicht. Leider. Da müssen für Schmetterlinge Bäume weg sein. War nur so eine Idee, ne? Ja, hier ist leider nichts mit aufheben. Wir haben auch einen wahnsinnigen Rucksack. 195 Holz da drin. Respekt.
Also man kann auch gegen die Wand springen und dann da rein, ne? Ich kann gedrückt halten und einfach rüberfahren und er baut den Rest auch noch ab. Sehr interessant. So, und jetzt sehe ich nichts, was wir noch abbauen können. Also, ich will den Schmetterling haben. Was machen wir denn noch sonst so? Biommäßig kostet uns was? Teleport die Biom. Ach, man kann nur einen zweiten haben. Ne, Expand Biom geht noch. Komm, wir machen das mal. Jetzt weiß ich nur nicht, wo er. Ach, vielleicht hätte ich den anderen expanden sollen, ne? Ah, war jetzt nicht so eine dolle Idee. Aber es ist hier das Stück dazugekommen, ne? Hier hinten, glaube ich, oder? Diesen Turm hier, den hatten wir, glaube ich, vorhin noch nicht, oder? Oder doch schon? Und diesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ne, ich glaube, so einen hohen Turm hatten wir hier noch nicht. Der da drüben war der höchste, glaube ich. Und kein Schmetterling zu sehen. Schade. Also, eins geht schneller, ne? Hier in der Ecke versteckt sich leider auch kein Schmetterling. Ja, leider ist das jetzt hier nicht weiter vorangegangen. Da unten sitzt noch eine Schildkröte. Ne, ich sehe keinen Schmetterling leider. Das ist schon ein bisschen schade mit dem Schmetterling, ne? Hier sollte man so eine Zone errichten können, wo nichts wächst, ne? Weil hier drauf finde ich das schon ein bisschen komisch dann, ne? Können wir denn hier noch was? Ja, okay, Copper Ring. Copper Ingot, 8 Stück. Und Crafting Time geht dann runter. Den Quatter Blue. Aqua Butterfly haben wir immer noch nicht, ey. Ja, schade. Dann würde ich sagen, machen wir aber erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne einen Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.